Ein ganz liebes Servus wünsche ich nach draußen zu euch ins große und weite Internet. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Oberwart zu der nunmehr dritten Folge unserer Reihe der Passionsgebete. Wir machen uns auf mit Jesus und folgen ihm auf dem Leidensweg und hören auf die Worte, die uns das Matthäusevangelium dazu gibt. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, was Jesus mit seinen JüngerInnen zum letzten Abendmahl getan hat. Diesmal geht der Weg weiter und wir gehen in den Garten Gethsemane und schauen uns auch dort die JüngerInnen genauer an, speziell Petrus. Ich wünsche uns eine gute Zeit. Lasst uns nun auf die Worte des Matthäusevangeliums hören. Wir befinden uns im 26. Kapitel. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal schon verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich niemals verleugnen. Das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Wir hören weiter von Matthäus. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. In der Menge der Jüngerschaft Jesu sticht einer besonders hervor. Einer, der die schnellste Zunge hat. Einer spricht aus, was alle denken. Einer, der probiert, wenn er etwas nicht glauben kann. Klar, ich spreche von Petrus. Als Jesus mit seinen JüngerInnen gemeinsam speist, da zitiert Jesus die Worte des Propheten Zacharja: Ihr werdet euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Jesus spricht schon wieder einmal in Rätseln. Was ist gemeint mit dem Hirten? Gott Vater? Er selbst?
die MachthaberInnen seiner Zeit? Und wen meint er, wenn er von der Herde spricht? Seinen JüngerInnen, die ihm nachfolgen? Das Volk Israel? Alle Menschen der Welt? Und sobald etwas unklar ist, da kommt Petrus ins Spiel und stellt einmal richtig: Egal wer gemeint ist, ich werde immer bei dir sein und mich nicht über dich ärgern, Jesus, egal was passiert. Als Jesus das noch einmal hinterfragt, verstärkt Petrus sogar noch einmal seine Aussage und behauptet fest, dass er seinen Geliebten Jesus sogar bis in den Tod folgen würde. Aber Jesus verleugnen? Das würde er niemals tun. Davon ist er so überzeugt, dass sogar die anderen JüngerInnen ihm auch beipflichten und auch sagen, dass sie ihn niemals verleugnen würden. Das ist doch das Mindeste, was sie ihrem Meister schuldig sind. Treue Gefolgschaft in schweren Zeiten. Ich erkenne mich selbst sehr gut wieder in dem Jüngerkreis Jesu. Ich erkläre auch schnell meinem gesamten Umfeld, wie wichtig mir der Umweltschutz ist, wie schrecklich das viele Autofahren für Mensch und Natur ist. Aber erst vor kurzem, heute Morgen, lag ein Brief in meinem Postfach, auf dem stand, dass ich 12 km/h zu schnell im Bezirk Büssing gefahren sei. Das Bild, das ich von mir selbst in meinem Kopf habe, und die faktische Geschwindigkeit, die ich nun gefahren bin, die gehen weit auseinander. Wie will ich sein und wie bin ich tatsächlich? Das scheinen 2 verschiedene Sachen zu sein. Die können sehr an einem herumzerren. Aber besonders im Freundeskreis passiert so etwas schnell. Man schwört sich immer wieder gemeinsam darauf ein, füreinander da zu sein und einander beizustehen in schweren Zeiten. Wenn es aber nun wirklich ernst wird, hat man dann doch nicht immer die Zeit für das, was im Moment gerade wichtig wäre. Oder das Gespür dafür, oder die Kraft, oder das Rückgrat dafür. Der Weg Jesu geht weiter. Nach dem Mahl geht er in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Er bittet seine JüngerInnen um 2 Dinge, mit ihm zu wachen und zu beten. Aber auch diese 2 simplen Bitten kann Petrus ihm nicht erfüllen. Seine Augen werden müder, seine Arme werden schwerer, seine Beine werden ganz schwach. Er kann kaum mehr stehen, lehnt sich nur kurz in den Baum an, möchte gar nicht einschlafen, sondern nur einmal kurz die Augen ausruhen. Und dann hört er aus dem verschwommenen Dunkel eine bekannte Stimme. Es ist Jesus, der zu ihm sagt: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Petrus muss eingenickt sein. Er schämt sich sehr dafür, für dieses Fauxpas. Er ist wirklich nicht bewusst eingeschlafen. Das muss Jesus doch verstehen. Er muss Verständnis zeigen. Jesus sagt ihm: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Uff, zum Glück noch einmal zeigt er Verständnis für die Müdigkeit. Aber ein zweites Mal soll Petrus und den anderen JüngerInnen das sicher nicht nochmal passieren. Und doch, es passiert ein zweites Mal und sogar noch ein drittes Mal. Es muss sich jedes Mal so anfühlen wie der Brief von mir von der Radarfalle. Man kriegt so deutlich vor Augen gehalten, dass das Bild, was man von sich selbst hatte, nicht ganz stimmt. Man hat versagt. Man hat enttäuscht. Sie sind hinter Jesu Anforderungen und den eigenen Anforderungen an sich selbst meilenweit zurückgeblieben. Das muss ein sehr schlimmes Gefühl sein. Und was ist nun diese Pointe aus der Erzählung von der schläfrigen Jüngerschaft, die es einfach nicht schaffen mag, das zu tun, was sich Jesus von ihnen wünscht? Dass sie nie genug sein können? Dass Gottes Anforderungen schlichtweg unerreichbar sind? Nein, das denke ich nicht. Das Bemerkenswerte ist doch, dass die Jüngerschaft Jesu zwar so offensichtlich scheitert und enttäuscht, aber Jesus lässt nicht ab von ihnen.
Er kommt von seinem Gebet immer wieder zurück zu seiner Jüngerschaft. Jesus ist es nicht egal, was sie tun und ob sie ihm folgen. Auch wenn sie nicht alles richtig machen, sondern immer wieder zu schwach sind, ihm zu folgen. Dreimal kommt er zurück zu seiner schlafenden Gefolgschaft. Jesus vergibt, Jesus versucht es immer wieder. Steht auf und lasst uns gehen, sagt er ihnen das dritte Mal. Trotz all dessen, was bereits vorgefallen ist, lässt er niemanden hinter sich. Er nimmt uns alle mit auf seinen Weg. Amen. Und lasst uns nun Fürbitte halten. Ewiger Gott, deine Güte kennt keine Grenzen. Wir bitten für alle, die glauben, immer eine Enttäuschung zu sein, für die, die an den Ansprüchen ihrer Lehrer, Eltern und Freunde immer wieder scheitern. Zeige ihnen durch uns, dass du ein Gott bist, der immer wieder auf uns zugeht, egal wie viele Enttäuschungen wir verursacht haben. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist, mit deiner Zuwendung, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Wir bitten für die, deren Vertrauen in dich eingeschlafen ist. Wecke sie auf und mache dich mit ihnen auf deinen Weg. Herr, erbarme dich. Und nun möchte ich den Versuch wagen, euch ein kleines Segenswort durch das Video mitzugeben. Der Herr, unser Gott, der dich lieb hat, er segne dich und behüte dich. Er macht erste Schritte und gehe auf dich zu. Er schenke dir seine Liebe und reicht dir seine liebevolle Hand. Geh hin im Frieden.